Meine treuen Vasallen, ich heiße euch willkommen zurück zu Mountain Blade, wo wir inzwischen selber Vasall sind, und zwar Vasall des Reiches Schweden endlich. Ein paar Truppen werden bereits für uns ausgebildet, aber wir haben jetzt keine Zeit, die abzuholen. Denn unser gewählter Marschall hier, der hat zum Krieg gerufen. Und als treues Mitglied von Schweden werde ich mich dem jetzt natürlich nicht entziehen. Ich habe zwar nur 27 Mann, aber schon ein Reiskorn kann die Waage kippen. Deshalb komme ich mit. Mal gucken, wo er uns hinführt, unser General. Dass er mit euch über eine Aufgabe sprechen will, na, da habe ich keine Lust zu eigentlich. Nee, danke. Ich habe zu tun, tut mir sorry. Boah, auf gegnerischer Seite angeschlossen, mal ganz ruhig, ich gehöre zu euch, ja? Es gibt keine Schlacht zwischen mir und dem Fürsten. Ich will nicht mit euch über irgendwelche Aufgaben reden und ich will auch nicht, dass ihr hier irgendwas plündert. Ja, ich will kämpfen. Lasst mich in Ruhe. Oh ja, Vilna geht's an den Kragen. Wird Zeit, dass wir unseren König befreien, der anscheinend schon frei ist. Ah, naja gut, was hast du denn jetzt zu tun? Hat er gar nichts, na dann. Können wir eigentlich inzwischen wieder was befördern? Das wäre doch ganz praktisch. Zack, zack. Da wird fett gekämpft. Gegen den kleinen Fürsten, den kein Mensch braucht. So, was ist denn jetzt? So, kundschaftet die nähere Umgebung von Vilna, Njavadovda, Warschau aus. Okay. Wo immer dieses Endorf auch ist. Das da hinten ist es. Gut. Weiter vorrücken Richtung Warschau. Sehr schön. Jetzt zurück nach Vilna. Wo ist er? Da. Da bin ich voll vorbeigeritten, ne? So sehen wir uns also wieder, Lord Peter. Ihr gebt einen guten Speer ab, Lord Peter. Mein Bote hat mir gerade die Berichte von eurer Arbeit in Vilna, Njavadovda und Warschau überbracht. Gut gemacht. Das war für mich ein leichtes, mein Herr. Zack. Wie läuft es inzwischen hier? Oh. Holy fuck. Dürfte ich bitte mitkämpfen? Lasst mich mal bitte in Ruhe. Wir nehmen am nächsten Angriff selbstverständlich teil. So. Der Graf sieht ja komisch aus. Boah, wie die fliegen. Da kriege ich Angst. Boah, ich habe was getroffen. Ich bin eine Bereicherung für die Armee, Leute. Ich bin eine Bereicherung. Das sind also die Musketiere von Schweden hier. Schön blau. Und meine eigenen Truppen sind cooler. Die erkenne ich auch schon vom Weiten. Hier rennt zum Beispiel einer. Dürfte ich mit rauf? Danke. Ich kämpfe tapfer. Weiter vorwärts rücken. Zack. Los, los, los. Wir rücken vor. Es gibt noch genug Gegner für alle. Stürmt den Turm. Los geht's. Wir haben den Turm erfolgreich eingenommen. Es sind neue Feinde aufgetaucht. Gehört ihr nicht zu mir? Ihr sah zu komisch aus von weit. Nicht, dass ich meine eigenen Leute wieder abknall. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich solche Sachen mache. Oh, da kommt die ganze Knüppelei.
guck mal, ob ich die Schützen irgendwie ein bisschen... Oh, shit! ...formieren kann. Das habe ich nicht gewollt. Ihr müsst angreifen, Männer! Ihr könnt euch jetzt nicht formieren. Ich habe Mist gebaut und sitze hier auf dem Dach fest. Macht sie schon fertig. Irgendwann gehen mir auch mal die Kugeln aus. Aber solange sie das nicht tun, kann ich hier allen voll in der Rücke ballern. Oh ja, wir rücken vor. Sehr gut. Die Straßen gehören so gut wie uns. So, wo sind jetzt noch Gegner? Das war's. Sehr gut. Das ist ein schwedischer Reiter. Nee, das ist ein normaler Reiter. Das ist ein schwedischer Reiter, das ist ein normaler. Na dann. Welch ein glorreicher Kampf. Und jetzt zu euch. Wir sind im Vorteil gegenüber euch. Ergebt euch, dann werdet ihr anständig behandelt. Na, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen hier. Gegner, 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 Gegner. Oh, 874, wo kommen denn die ganzen Gegner her? Ich meine, wir geben hier sicher nicht auf, ne? Aber komisch ist es schon. Ich meine, ich tue, was ich kann, ne? Lass mich mal in Ruhe. Ich will hier weg. Naja gut. Haben wir erstmal schön einige Truppen verloren dadurch. Ich dachte eigentlich, meine Fürsten würden mir alle mithelfen. Aber gut. Bei den meisten habe ich halt noch keine Beliebtheitspunkte, deshalb gehen die wahrscheinlich nicht mit drauf. Aber was soll's. Jedenfalls habe ich in dieser Schlacht um Vilna Großes geleistet und geholfen, es einzunehmen. Ist mir doch egal, ob der irgendwelche Aufgaben hat. Ich spiele doch nicht ständig hier den Speer für den Lappen. Wir müssen jetzt hier endlich mal ein bisschen was einnehmen, ja? Burg Dubensk wird wohl als nächstes fallen. Lasst mich in Ruhe, bitte. Ich will mitkämpfen. Am nächsten Angriff teilnehmen. Wir nehmen alles ein. Los geht's, Leute. Vorrücken. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Marsch. Vorwärts, Marsch. Ihr seid voll Arsch. Vielleicht sollten wir nach der Schlacht auch mal mit den umliegenden Fürsten reden, damit wir ein bisschen Beliebtheit tanken, weil wir mitgekämpft haben. Das wäre doch eigentlich eine ganz tapfere Idee, sag ich mal, ne? Um mich herum sterben die Leute. Krieg ich Angst. Der erste Ansturm ist immer heikel. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Los, Barbara. Hoch mit dir. Boah. Ich werde nichts sagen, aber wir stehen hier oben ziemlich ungünstig. Also macht mal ein bisschen Wind. Ihr müsst durchbrechen, Leute. Ah, nein, 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 ich will nicht fallen. Hab was getroffen. Ich will hier nicht vor. Okay, jetzt gib mir aber mal hier was. Boah, ich stehe hier mitten in den Gegnern. Das ist nicht gut. Das
dachte ich mir nämlich. Ich stehe ja hier voll in den Gegnermassen. Das war gar nicht toll, war das. So, gut gemacht. Da mussten sie ohne mich. Versteht ihr? Ohne mich. Tut mir leid. So, jetzt aber mal mit den ganzen Leuten hier schwafeln. Gut, er will nicht mit uns drüber schwafeln. Ja, auch nicht. Wollen die alle nicht drüber schwafeln? Das fände ich ja gemein. So. Na gut, wenn die alle nicht mit mir reden wollen. Jetzt geht's auch noch Krakau an den Kragen hier. Wir nehmen rundherum alles ein. Fantastisch ist das. Polen wird unter uns niedergehen. Ist das schon die Belagerung? Sieht so aus. Sehr gut. Oh, leckere Krakauer gibt's hier nach der Schlacht. Da ist einer runtergesprungen. Du bist tot! Hast du das gemerkt? Ich weiß es nicht. Also ich hätte das bestimmt nicht mitbekommen, wenn ich jetzt gestorben wäre. Ich probiere mal was. Die Schützen, die bleiben mal ein Stück zurück. Soll erstmal die Infanterie rauf. Ich übernehme hier mal das Kommando. Nicht getroffen. Aber wenn nur so wenige auf mich hören, bringt das auch nichts. Versucht zu schießen, aber ich treffe nichts. Aber steht er da sogar so schön? Hab was erschossen. Noch was erschossen. Zack. Kugel im Nacken. Komm schon, ich muss hier hoch. Oder so. Zack. Hört auf, mich schon wieder vorzuschubsen. Ich will das nicht. Nein, nein, nein. Falsche Richtung. Ganz falsche Richtung. Lauf, Peter. War das nicht? Das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich jetzt hier drin bin. Weil von hier kann ich ein bisschen Spaß haben. Ich habe aber nicht mehr viel Munition. Hilfe. Mach euch fertig. Ah, wer? Scheiße. Jetzt kamen die alle runter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die doch noch runterkommen. Ich habe keine Truppen mehr, oder wie? Doch, 8 Stück. Die können aber nicht mehr kämpfen. Na, da verlange ich inzwischen ein bisschen Wegzoll hier. Sind zwar nur 10 Taler, aber was soll's. Wegzoll ist Wegzoll. Ach, das hat geklappt. Sehr schön. Die Quest ist erledigt. Jetzt sind wir erstmal wieder ein freier Mann.
Manchmal Schlagkraft, ein bisschen mehr tanken da rein. Gut, ich habe eh keine Truppen mehr, die ich jetzt groß gebrauchen könnte. Deshalb ist das ganz schön, da kann ich mich erstmal wieder zurückziehen. Ich habe noch ausgebildete Truppen parat. Aber zu denen muss ich jetzt erstmal hinkommen. Wilner gehört inzwischen wieder den Feinden. Und die hier wollen mir auch an den Latz pinkeln. Ja, das ist eine super Sache, offen gesagt. Ich hab Schiss. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Zack. Oh, du Lümmel. Dich habe ich nicht kommen sehen. Jetzt haben sie mich ganz gefangen genommen, die Hunde. Das kann aber nicht wahr sein. Könnt ihr mich vielleicht ein bisschen in die Gegend Schweden schaffen? Danke. Oh, nee, 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 nee. Fall. Da, 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 da hoch. Ja, ja. Nee, falsche Richtung. Ganz eine falsche Richtung. Mein Pferd ist auch weg. Menno. Sag mal, könnt ihr mich mal in Frieden lassen? Also ich glaube ja, wo mein Schwein pfeift. Ihr müsst das jetzt allerdings alleine machen, ne? Weil ich habe keinerlei Waffen. Ja, du musst das auch mitnehmen. Was soll denn das? Ich brauche die Muskete. Ja, klasse, ich komme nicht ran. Jetzt habe ich sie. Jetzt muss ich sie auch noch nachladen. Na, klasse. Es wird so nichts. Mann, was ist denn das mit den scheiß Items hier? Abs. Oh, ich bin sowas von tot. Ich habe überhaupt keine Chance, hier irgendwas mal zu machen. Oh, die kommen wieder voll auf mich zu. Fahrt alle zur Hölle. Ja. Da gehe ich wohl wieder in Gefangenschaft. Fantastisch. Ich finde das richtig nett gerade. Ja, nehmt mir alles weg. Da stehe ich drauf. Und schleppt mich immer weiter weg von meinem Gebiet. Ich muss zurück nach Schweden, Herrgott. Los geht's. Jetzt aber flinke Beine. So, wo hatten wir denn überall... Oh nein! Ich kann für freies Geleit zahlen. Ganz ruhig, Peter. Alles wird gut. So, hier hatte ich zum Beispiel welche. Dies kann ich euch anbieten. So, die schottischen Schwertkämpfer hätte ich gern wieder. Genauso wie die schwedischen Reiter. Habe ich die Truppen jetzt? Ja, habe ich. Sehr schön. Stadtzentrum, Befehlshaber, Garnisonsbefehlshaber. Rekrutieren. Ich hätte gern wieder schottische Schwertkämpfer. Und schwedische Reiter. Boah, so haben wir wenigstens relativ schnell wieder irgendeine Armee zusammen. Das ist auch ganz gut. 16 Leute haben wir jetzt schon wieder. Nee, zum Bürgermeister wollte ich gar nicht. Hier wollte ich hin. Männer mitnehmen, rekrutieren. Da unten. So, kohletechnisch sieht's scheiße aus, wenn ich das sagen darf. Vielleicht sollten wir mal in unserem Dorf vorbeischauen, und zwar möglichst schnell. Kohle einsacken und so. Oh ja, 12.000 Taler, zack. Da können wir doch eigentlich gleich noch ein bisschen was machen hier, oder? Rathaus haben wir, verborgene Schatzkammer, Schule,
Ist alles schon gebaut. Das ist eigentlich voll das perfekte Dorf. Richter haben wir schon. Den Kämmerer haben wir. Den Priester müssen wir anheuern. Wir haben in diesem Dorf fast alles, was wir gebrauchen können. Aber ich brauche jetzt vor allem Pferd. Also Marktplatz, Gemischwarenhändler eigentlich nicht unbedingt. So. Nehme ich das Pferd, Hauptsache irgendein Pferd und eine schöne Waffe. Haben wir hier irgendwas Hübsches? Nicht wirklich, aber ich kann mir auch was erbeuten, über kurz oder lang. Jetzt noch schnell im Söldnerlager. Zweimal Schützen nehmen. So Leute, jetzt haben wir doch wenigstens erstmal wieder eine kleine Armee. Und dann können wir beim nächsten Mal schön weitermachen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.